Herzlich willkommen hier im Office der KAF Akademie in Regensburg. Kommt mal rein, wir haben heute nämlich unser Seminar und ich zeige euch mal, was wir alle schon vorbereitet haben für unsere lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, die ersten sind doch schon da und wir haben hier schon ein bisschen Essen vorbereitet zum Frühstück. Natürlich gibt es in Bayern natürlich Brezen und Obersten, ne? Aber natürlich, was nicht fehlen darf, sind die Proteinriegel hier oder auch natürlich Obst und Gemüse und so weiter und so fort. Für Kaffee ist heute gesorgt, für Getränke ist gesorgt, ja. Und hier ist dann unser Seminarraum, die ersten Leute hier sind auch schon da, ja. Hier werden dann unsere Vorträge heute stattfinden und die Leute werden dann hier eben sitzen. Und ja, wir freuen uns schon drauf, ja. Ist immer richtig, richtig cool. Das ist schon unser drittes Seminar, was wir machen. Ne? Die Leute sind immer mega begeistert davon. Macht immer richtig viel Spaß. Und ich nehme euch heute einfach mal den ganzen Tag mit, was alles so passieren wird. So, wir haben auch schon die erste Person, die hier angekommen ist. Ja, der Martin. Grüß dich, Martin. Schön, dass du da bist. Ja. Hi, servus. Und du hattest heute eine lange Anreise, 3 Stunden, oder? Ja, genau, ja. Aber trotzdem mit als erstes da. Also, vorbildlich, ja. Fleißige Zuschauer des Kanals haben schon die Story von Martin gehört. Wann haben wir gesprochen? War es Anfang Februar? Anfang Februar, ja. Ja, genau. Anfang Februar, da hast du erzählt, Dezember waren es 5.000 Euro als PT, Januar 7.600, glaube ich. Mhm. Jetzt kannst du mir erzählen, was ist denn seitdem passiert? Was ging im Februar, was ging im März? Im Februar war es etwas schleifend, also da waren wir nur bei 4.000 irgendwas Euro. Aber dafür sind wir jetzt im März schon wieder bei 6.000, nein, noch nicht ganz, 5.700. Okay. Also, okay. Hättest du selber gesagt, noch letztes Jahr im September, dass 4.000 Euro schleifend sind? Nein, hätte ich nicht gedacht. Ne? Aber dafür, wo ich angefangen habe, war es eigentlich der schwächste Monat, der Februar. Ja, gut. Ja, ja. War's gut. Ja, aber das ist halt so. Im Januar kommen alle, ne? Dann Februar flacht es kurz ab und dann im März kommen die ersten Sonnenstrahlen und dann geht es wieder aufwärts. Ja? Ja. Sehr gut. Wie viele Kunden hast du jetzt? Jetzt sind es dann 11. 11 Personal Training Kunden? Genau. Und die kaufen dann alle ein Paket. So, was kostet ein Paket bei dir ungefähr? 2.160 Euro. Ja. Also so in dem Dreh, gell? Nice. Ja. Sehr gut, ja. Also wir sind gespannt, was bei Martin noch alles kommt. Wir werden dann noch uns unterhalten, was wir noch alles machen können, um noch mehr Kunden zu generieren, ja. Weil du hast noch Kapazitäten nach auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Sehr gut, ja. Alright, sehr schön. Ja, schön, dass du heute da bist, ja. Und kannst dich schon mal freuen auf die ganzen Sachen, die hier noch kommen werden. Ja, ich freue mich schon drauf. So, wir sind jetzt kurz vor dem ersten Vortrag. Der Raum hat sich hier schon richtig gefüllt, ja. Hier sind viele Leute, tauschen sich schon aus, ja. Hier sind auch einige und unterhalten sich, ja. Es ist halt immer wichtig, dass man sich austauscht als Trainer und dass man nicht immer nur alleine ist auf seinem Weg zum Personal Trainer. Und jetzt gibt es gleich den ersten Vortrag. Es geht um Social Media Marketing als Personal Trainer. Ja, den werde ich machen. Später gibt es noch andere spannende Vorträge. Und damit geht es gleich los. So, meine Lieben, erster Vortrag ist vorbei. Ja. Wir haben hier zwei Teilnehmer der KAF Akademie. Einmal den Alex. Ja, hi, grüß dich. Servus, hey. Und dann meine Nathalie. Hallo. Ja, sag mal, wo seid ihr gerade bei der Ausbildung und wie gefällt es euch? Genau, also ich bin jetzt bei der B-Lizenz fast durch. Hab die Prüfung schon, hab mich quasi angemeldet. Ja, genau. Okay, und gefällt dir die Ausbildung? Ja, sehr gut. Ja? Also ich bin jetzt seit Anfang Dezember dabei. Aha. Und ich finde halt das persönlich ganz gut, dass es über online geht. Mhm. Weil ich halt einfach wenig Zeit habe durch meinen Alltag. Okay. Und aber das ist trotzdem Persönliches. Ne? Wir sehen halt, Alex und ich sehen uns eigentlich jede Woche im Live-Call, ne? Sind wir am Start. Ja. Ja, und wir versuchen halt den Kontakt auch zu halten zu unseren Kunden, auch wenn es online ist. Ja? Wo bist du gerade, Nathalie, in welcher Lektion? Ich bin auch bei der B-Lizenz, bin noch nicht ganz so weit, habe auch noch gar keinen Prüfungstermin, aber das Schöne ist, dass man sich eben so viel Zeit lassen darf. Ja, auch. Genau. Und da eben kein Druck entsteht. Genau. Was gefällt dir an der Ausbildung? Das gefällt mir einfach, dass ich genau das lernen kann, was ich lernen möchte. Also den Bereich Sport eben ist das, was mich jetzt interessiert und genau das kann ich jetzt da ausleben. Sehr schön, cool. So, jetzt ist ja gerade Mittagspause. Gerade hat das Live-Q&A stattgefunden. Wir geben halt unseren Teilnehmern immer die Möglichkeit, hier nochmal live Fragen zu stellen, damit man hier auch noch mal seine persönlichen Fragen mitnehmen kann, damit wir die beantworten können. Und ja, hier ist das Mittagessen schon halb leer gefegt, hat den Leuten anscheinend geschmeckt. Ja? Gibt's natürlich alles gratis hier. Und jetzt geht's dann gleich noch weiter mit Max, seinem Vortrag über das Thema Muskelaufbau. Ja, das wird noch sehr spannend und später kommt noch der Praxisteil. Ist auch cool. Und macht richtig Bock. Es sind viele Leute da. Und wir sehen uns später. So, wir haben hier die liebe Uschi. Ja? Uschi ist auch Teilnehmerin bei uns. Also sag mal, was hast du denn alles schon bei uns gemacht? Welche Lizenzen hast du schon abgeschlossen? Also ich habe jetzt die B-Lizenz abgeschlossen, bin gerade bei der A-Lizenz. Die Prüfung steht jetzt gerade an, kurz davor. Und dann kommt noch medizinischer Fitnesstrainer, Ernährungsberater und Personal Trainer. Genau, also das ganze Paket gebucht. Das Einzige, was Sinn macht natürlich. Ne? Hast du mir gut verkauft. Genau. Wie gefallen dir die ersten beiden Ausbildungen? Du hast jetzt eigentlich schon Einblick gehabt in die ersten beiden Ausbildungen, ne? Wie gefallen sie dir? Super.
Also ich finde, es gibt für jede Art des Lernens eine Methode. Also du hast die Videos, du hast die Audios, die Skripte. Es gibt quasi keine Ausrede, nicht zu lernen. Also für jede Art des Lernens gibt es eine Möglichkeit und man wird überall abgeholt, kann jederzeit persönliche Fragen stellen. Ja. Ich finde es mega. Okay, sehr gut. Cool. Also hast du schon viel für dein eigenes Training so mitnehmen können aus den Ausbildungen? Definitiv, ja. Definitiv. Also man hinterfragt dann umso mehr noch das eigene Training. Und wird dann immer noch so ein bisschen was, wo man sagt, auch wusste ich noch nicht. Mhm. Voll gut. Okay. So, jetzt kommt der letzte Teil unseres KF Academy Seminars. Wir sehen schon hier alle. Haben wir ein bisschen umformatiert, jetzt gibt es noch eine Praxissession. Jetzt werden wir ein bisschen Kniebeugentechnik checken, Kreuzheben-Technik checken und sonstige Fragen noch klären zum Thema Training. Ich freue mich schon drauf. Habt ihr Bock? Sehr gut. Okay, lass uns loslegen. So, wir lassen den Abend nun entspannt ausklingen hier im Restaurant. Gleich gibt es noch lecker Essen, lecker Vorspeisen und lecker Pizza, Pasta und Sonstiges. Ja. War ein richtig, richtig cooler Tag. Den Leuten hat es wieder sehr gefallen. Und wir haben auch gerade hier noch gesprochen in der Runde, wie viele Leute auch wirklich von ganz weit weggekommen sind. Ja. Teilweise 500, 600 Kilometer, 7 Stunden Anfahrt gehabt. Und das freut uns natürlich sehr, dass uns unsere Kunden unbedingt besuchen wollen und deswegen hierher kommen. Also finde ich richtig, richtig cool. Hat richtig Bock gemacht heute wieder. Ja. Vielleicht kannst du beim nächsten Mal auch dabei sein, wenn du es gerade hier siehst. Und ja, vielleicht filmen wir noch was anderes hier, aber erstmal würde ich sagen, mal ein erfolgreicher Tag.